So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir ja den Lorenzo de Medici vor den Pazzi beschützt. Und ich weiß es... Hallo? Ach, ja. Und müssen jetzt eigentlich De Pazzi, also Francesco De Pazzi, jetzt ein Ende bereiten. Und also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt so sein wird. Und sprechen aber zunächst mit dem Poliziano. Signore, ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt. Nee. Lebe wohl, Francesco. Das spoilert mich ja schon ein kleines bisschen. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Ja. Und jetzt bekämpfen die sich wieder. So. Wenn wir schon mal einmal hier oben sind, kann man das auch mitnehmen. Boah, ich weiß gerade gar nicht, wohin muss ich denn? So richtig. Ich meine, ich bin ja schon auf dem richtigen Weg. Dann dorthin. 1, 2, 3. Ach, da. Gut, da habe ich ja schon meine Markierung. Bin ich ja schon auf dem richtigen Weg. So. Bam, bam. Nein! Doch, Ezio. Das sah gerade so gut aus. Und dann werden wir mal den Verräter oder einen der Verräter, die für den Tod oder für die Hinrichtung unserer Familie verantwortlich, eliminieren. Du schon wieder. Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn. Ja. Ach ja, stimmt. Vor allem erledigt ihn. Vor allem, aber der trauert seinem Sohn auch kein bisschen hinterher, ne? Kein Stück. Weißt du, normalerweise hätte der vielleicht als Vater da auch mal... Wartet einen Moment. Habt ihr einen Moment Zeit? Nein, ich habe keinen Moment Zeit. Ich bin sehr beschäftigt. So. Da hat keiner gesehen. Nee, das hat niemand gesehen gerade. Schnell zu. Nee. Du hast also Blut geleckt. Meine Männer machen kurzen Prozess mit dir. Halte ein. Du verzögerst nur dein Doppelfeind. So. Sind denn jetzt, euer Diener dieses Hundes Lorenzo bist? Ja, nö. Der Tod wird deine Belohnung sein. Nein, wo sind denn die? Ja. Achso, der wiederholt jetzt seine ganze Schoße nochmal. Aber weißt du, was wir selber machen? Das sind ja... Machen wir das hier mal? So, wo steht... Nee, nein, 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 Ezio. So, wo steht denn der? Da. Wache! Wache! Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Hui! Natürlich hat er das auch perfekt hinbekommen. So, schnell. Komm, Ezio. Bam, bam. Lauf! Oh, nee! Geht weg! Weg! Renn nicht weg, Francesco! Das hat keinen Sinn! Das hat keinen Sinn! Seht ihr?
Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Francesco! Tja, damit haben die nicht gerechnet. So, jetzt haben wir bestimmt die Sequenz abgeschlossen. Ja. Sequenz 4 beendet. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen werden. Ob wir jetzt in Modrigioni wieder sind oder ob wir weiterhin in Florenz bleiben. Und welches Jahr wir haben. Ist ja auch mit wichtig. Es wäre nur gut zu wissen, welches Jahr wir jetzt vorher gehabt haben. So. Ah, da ist Lorenzo. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. So begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo de Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht... Eine Codex-Seite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco de Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Hm, 4 am Boden. Okay, ich glaube, Lorenzo hatten wir noch nicht vorgelesen. Lorenzo de' Medici, Geburtstag 1449, Beruf Herrscher von Florenz. Lorenzo de' Medici regierte geschickt das Florenzer Renaissance in seiner Blütezeit. Er hielt den Traum der Florentinischen Republik aufrecht und ließ den Menschen dabei zugleich nur wenig gesetzliche Macht. Lorenzos Großvater Cosimo gründete die Medici-Bank und schuf so eines der einflussreichsten Geldinstitute in Europa, durch das er sagenhaft reich wurde.
Lorenzo wurde als der klügste von Cosimos Enkeln angesehen und bereits als Kind auf diplomatische Vertretungen geschickt. Sein Vater war zwar kränklich und unfähig, doch seine Mutter war eine Dichterin. Sie stellt Lorenzo viele bedeutende Künstler der damaligen Zeit vor und träufelte ihm so die Liebe zu Kunst und Kultur ein. Im Jahr 1969, mit gerade einmal 20 Jahren also, wurde Lorenzo das Oberhaupt der Familie Medici. Ab diesem Zeitpunkt gewann er mit Hilfe von Freunden im Stadtrat, Schmiergeld und strategisch wichtigen Eheschließungen und Drohungen schnell die Kontrolle über die florentinische Regierung. Doch Florenz gedieht prächtig mit Lorenzo als Strippenzieher. So wurde zwischen den streitenden Stadtstaaten Italiens Frieden geschlossen und mehrere Meister der Renaissancekunst wie Botticelli und Michelangelo konnten sich unter seiner Obhut entfalten. Letzten Endes war Lorenzo glücklicher, wenn er Gedichte schreiben und indirekt Einfluss nehmen konnte, als bei der Leitung der Bank seiner Familie. Zu seinen Lebzeiten gingen mehrere Zweige der Bank bankrott und das Vermögen der Medici wurde für Frivolitäten wie Turnierkämpfe und ähnliches verschwendet. Lorenzo starb im Jahre 1492. Er war nahezu pleite und konnte die heftige Reaktion des Volkes gegen seine verschwenderische Lebensart sowie den Aufstieg des verrückten Mönchs Savonarola nicht verhindern. Interessant. Die Pazzi-Verschwörer. Jacopo de Pazzi. Das Geld. Er war der Kopf der Pazzi-Familie und er führte ihre Bankgeschäfte. Als Geschäftspartner von Lorenzo de Medici hatte er persönlich nichts gegen ihn. Also heuerte er 4 Templer-Attentäter an, um die Sache für ihn zu erledigen. Bernardo di Bandino Baroncelli. Er hasste die Medici wegen des Exils seines Cousins und führte die Bücher im Tagesgeschäft der Pazzi-Bank. Und nachts mordete er für die Templer. Baroncelli führte den ersten Streich aus. Stefano de Bagnone, bekannt für seine Grausamkeit. Bagnone wurde in Rom zum Templermörder ausgebildet. Und Bagnone war es, der Lorenzo de Medici in den Rücken stach. Antonio Maffei, als Zeuge der Entlassung von Volterra durch die florentinischen Söldner, beschuldigte Maffei Lorenzo. Er trat den Templern bei, um Rache zu finden. Maffei war es, der Lorenzos Kehle durchschnitt. Erzbischof Francesco Salviati. Er war überzeugt, der nächste Erzbischof von Florenz zu werden. Salviati raste, als sich Lorenzo ihm in den Weg stellte. Aber die Templer waren da, um seine Wunden zu heilen. Es war Salviati, der ihre Truppen in die Stadt führte. Mhm. Sehr schön. Oder eher unschön. Kurz gucken. Ach nee, falsch. Das wollte ich nicht. Ich wollte nämlich so... Das hier. Die haben wir hier eins, wo? Genau. Venezianisch. Datenbank. Menschen. Kontakte, Ziele. Na gut, die haben wir ja schon alle angeguckt jetzt. Muss ich mal kurz sagen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir sind hier. Oh, Auftragsattentat haben wir ja. Dann machen wir erstmal kurz die... Entschuldigung. Hallo! Erstmal die ganzen Nebenmissionen. Ich habe den Palazzo Medici auf der Karte markiert. Um volle Synchronität mit Ezios Leben zu erreichen, solltest du ihn untersuchen. Was? Ah, ein Templerversteck. Ja, das werden wir natürlich auch machen. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass es sowas überhaupt gab. Na gut, vielleicht wird meine Erinnerung dann auch gefrischt, wenn ich dann die Aufgabe annehme. So. So. Ach, da mein Taubenschlag. So. Markttag. Eine Verschwörung gegen die Nachschublin von Florenz wurde entdeckt. Beendet sie, indem ihr den Händler auf dem Marktplatz im Bezirk San Marco eliminiert. Lorenzo. Okay. Nichts leichter als das. Hoffen wir mal, dass es nichts leichter als das ist. Wenn nicht, dann hätten wir ein klitzekleines Problemchen. Kommt. So. Ah,
Ah, die macht man nicht, ne? Das sind ja unsere Buddies, auch wenn da zwei Truhen versteckt sind, das würde ich vielleicht einfach nochmal offline machen. Oh, Entschuldigung, ich wollte euch jetzt nicht schubsen. So, wo haben wir denn jetzt hier den... den bösen Buben? Hallo? Bin ich überhaupt? Ja. Ach, das mit Sicherheit. Immer. Ich trinke nur von dem guten Zeug. Hä? Wo ist denn der? Da. Oh. Oh nein. Rennt er jetzt weg? Nein! Ach so. Ei. Nein! Dann nicht die hier, den hier. Ich... Ups. Ups. Das wollte ich gar nicht. Das wollte... Nein. Ah. Zwei weniger. Es hätten noch mehr sein können. Tut mir leid, aber ich brauche diese Codex-Seite. Deswegen musste ich euch gerade alle... Ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl. Wenn ihr auch nur eine Pause gemacht hättet, dann wäre das auch gar nicht passiert. Dann hätte ich mich einfach heimlich reingeschlichen. Und dann wäre es das gewesen. Aua. Eigentlich ein Wunder, wenn ich nach diesen ganzen Schlägen da auch wieder mal, oder wenn ich überhaupt mal Kinder kriegen würde. Bam, 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 bam. Ich... Was? Wer zum Teufel will dir Hallo sagen oder der Teufel will mir Hallo sagen? Ich habe das nicht ganz verstanden. Könnt ihr euch nochmal wiederholen? Ach ja, das Kämpfen macht schon Spaß. Ich muss mir unbedingt neue Ausrüstung kaufen. Das mache ich wahrscheinlich in Mondori Journey. Weil ich glaube, da kriege ich ja Rabatt. So. Achso, nee. Okay, ich lasse euch am Leben. So. So. Hey, 7765 Florine in meiner Truhe. So, hier haben wir noch dieses Auftragsattentat. Alles, es war aber nicht dieses Templer. So, ich muss in. So, in die andere Richtung. Alter, warum schreit denn die. Warum schreien die denn immer alle? Ich meine, die. Ich meine, warum denn? Ich meine, war das irgendein Angehöriger? Okay, dann kann ich das verstehen, aber... Da schreit auch wieder jemand. Heineke, die haben ja noch nie irgendwie tote Menschen gesehen. Ja, stopp was. So, haben wir nochmal einen Taubenschlag. Nein. Ach, Ezio. Was machst du denn? So, was haben wir jetzt als nächstes? Gefallene Schützen. Einige Bogenschüsse der Pazzi haben letzte Nacht den Palazzo della Signora angegriffen. Ich habe sie bis zum Knie des Flusses im Bezirk San Marco verfolgt. Erledigt sie. Okay. Das ist auch kein Problem für mich, weil ich bin ein sehr kompetenter Assassine. Ich würde mich schon mal interessieren, was denn jetzt der gute Borcia-Typi sagt.
Nachdem seine ganzen Männern hier so von mir weggesäbelt worden sind. So, warte mal. Nein! Oh, Ezio, ihr solltet hochspringen. Ich will die Feder hier oben haben. Aber irgendwie möchte Ezio das nicht ganz so... Aber schnell! Ja. Schnell ist immer relativ. So. Egal. Ja, der ist einfach nur gestürzt. Der ist gestolpert und dann einfach runtergefallen. Da kann ich auch nichts dafür, wenn der sich so selten dämlich anstellt. Ich war hier nur kurz unterwegs. Und das war's. Naja, bei den Bogenschützen eliminieren muss ich immer noch an Assassin's Creed 1 denken. Was mich ja auch immer in Rage gebracht hat. Aber hier haben wir ja eigentlich das Glück, dass wir die ja so frei eliminieren können, ohne. Also es interessiert dann. Oder? Ja. Boom. Oh, gemordet. Achso, das war nicht. Oh, das war knapp. Ich. Tja, so viel zum Thema. Eigentlich könnte ich die Wurfmesser. Nix. Vor allen Dingen zahllose Tölpel wie ich. Ach toll, jetzt habe ich die ganze Zeit die falschen Bogenschützen eliminiert oder was, ja. Ach, da unten. Aha. Das war kein Bogenschütze, das war doch ganz normaler. Nein, ihr seid so bedeutungslos für mich. Keine Sorge. Ja, die Wachen, die sind tot. Merkst du selber, ne? Dass sie dann nicht mehr kommen. Ne. Ja. Fenster des Sinja und Wegwarer. So, mal kurz gucken. Wir haben ja auch nochmal ein. Wie viel haben wir denn? Wie viele Auftragsattentate? Wir müssen doch alle mal hier ein bisschen weg vom Fenster sein, schon lange. Haben wir wohl nicht ordnungsgemäß aufgeräumt? Wie so gehen? Nee, man kann nicht so gehen. Seht ihr doch. So. Dann würde ich mal sagen, an der Stelle beende ich die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir noch die Auftragsattentate absolvieren und danach werden wir zu diesem Templer-Attentat nochmal begeben, ehe wir dann die Erinnerungen nochmal anfangen und hoffentlich irgendwie mal nach Mondrigioni kommen, weil ich will endlich meine Stadt ausbauen und das Geld einsacken. Ja, aber das werden wir alles dann in der nächsten Folge sehen, wie weit wir das so schaffen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich hoffe natürlich, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.